Servus, hallo, herzlich willkommen zurück. Ja, ich bin wieder zurück von meiner kleinen Reise und ja, habe ich ja doch wie versprochen die Videos geliefert. So, jetzt haben wir gesagt, wir wollen erstmal hier den aufräumen ein bisschen. So, was wir natürlich hier auch unbedingt wieder machen müssen, ist natürlich unseren Kühen wieder ein bisschen Stroh geben. Denn wir können ja mal hier schauen in die Statistik, nachdem wir jetzt 100 Kühe haben, geht natürlich alles relativ schnell nach unten, wird natürlich viel verbraucht und ja, wir brauchen ja auch dann oben, wenn unser Gerste-Projekt da sozusagen erntereif ist, müssen wir ja auch gucken, dass wir hier nach Möglichkeit den Ballenhänger leer kriegen. Ich will ja dann die Kronenrundballenpresse holen. Und was das andere betrifft, ich habe mich da also jetzt nochmal, ja, sozusagen von meinen Zuschauern inspirieren lassen. Das klingt gut, ne? Denn, ja, also es kam da so ein ganz guter Kommentar und ich glaube, das werde ich auch natürlich so machen. Denn es hieß, ja, warum willst du denn jetzt noch einen zweiten Big X kaufen? Ist doch eigentlich unsinnig. So, genauso wie es irgendwie hier nicht so wieder funktioniert, ist ja in dem Punkt eigentlich unsinnig, weil ich habe hier eine Krone Big X und es wäre ja eigentlich in dem Punkt viel ratsamer, dann den vorhandenen Krone Big X, der fährt ja schließlich auch 40, einfach hier runter zu bringen dann und dann einmal halt das Feld abzuernten, denn nur für das kleine Feld 30 extra so ein Riesending holen, ist eigentlich rausgeschmissenes Geld. Ja, die Idee ist gut, das werden wir auch mal so machen, denn wie gesagt, also ich habe sogar einen Tipp bekommen mit der Rote, ich soll also hinten dann bei der Milchfabrik da sozusagen vorbeifahren. Und dann bin ich ja eigentlich auch da relativ schnell hier unten. Und das werden wir auch so machen. Da brauchen wir nämlich das Geld dafür nicht investieren. Also da nochmal herzlichen Dank für den Hinweis. Das nehme ich dankend entgegen. Ist ja auch sinnvoll. Ein Stückchen vorfahren. Na, also so ganz den Dreh habe ich dann noch nicht raus. Also jetzt passt's. Jetzt gucken, dass man einfach ein bisschen zu... rückfährt. Ja, also ich habe doch so einigermaßen raus. Ja, geht doch deutlich einfacher jetzt. So, wir haben den Ballen drin. Ne, also wie gesagt, den Big X werden wir dann, wie gesagt, von oben runterfahren. Da können wir uns das Geld hier schenken. Und ja, doch eher für sinnvollere Sachen ausgeben. Denn wir wollen ja, wie gesagt, das Feld 41 als Grasfeld holen. Das finden auch, findet ihr eigentlich auch, wollte ich schon sagen, das finden die Zuschauer, aber das seid ihr ja alle. Ihr findet das wohl auch ganz gut, also werden wir das auch so machen. Holen das Feld 41 als Grasfeld nochmal, als großes. Denn wie gesagt, wir brauchen ja jetzt deutlich mehr an Gras als vorher. Und brauchen natürlich auch dann viel Silage, deswegen werden wir auch das mit dem Feld 30 jetzt ausschließlich für die Silage benutzen. Vorher hat man natürlich die große Nachfrage, da hat sich's ja angeboten, um eben ein bisschen Geld reinzuholen. So, mal gucken, ob das so hinhaut. Aber so langsam leert sich auch hier der Wagen, das ist ja auch ganz gut so. Jetzt habe ich dann natürlich noch einen Ballen im Weg. Die müsste ich nachher noch ein bisschen wegschieben. So. Jetzt nehmen wir erstmal hier links den Ballen weg. Mal gucken, ob ich da gut stehe. Sollte eigentlich schon fast hinhauen. Darf halt nur nicht zu schnell ranfahren. Ja. So, hat zwar jetzt den Wagen ein bisschen geschoben, aber wir haben den Ballen aufgenommen. Na, ich denke mal, so pro Folge 2 bis 3 Ballen müssen wir einfach machen. Und ja, die Sache ist ja auch die, wenn wir jetzt, wie gesagt, das Gerstefeld fertig haben, müssen wir natürlich auch ruckzuck schauen, dass wir hier die Ballen irgendwie unterkriegen. Ich meine, dass wir natürlich jetzt mehr als genug Stroh dann haben, ist klar. Ich will aber zumindest auf einem Feld das mit den Ballen probieren. Auf den anderen Feldern können wir ja eigentlich das Stroh dann soweit erstmal verkaufen. So, und ich glaube, wir sind hier schon relativ gut dabei. So, einfach mal abstellen, langsam rausfahren. Sollte funktionieren. Funktioniert. Ja, perfekt. Auch da nochmal vielen Dank für den Tipp, dass das also mit dem Querreinlegen vielleicht doch sinnvoller ist, ne? So, ist doch etwas angenehmer. So, und ja, halt nicht zu machen, also einstreuen bitte.
So, jetzt haben wir also knapp, nee, gute 20.000 Stroh. Die Silage ist ja in Arbeit. Gras haben wir auch, wie gesagt, schon dran. Das passt also wunderbar. So, und nun würde ich sagen, gehen wir mal ganz schnell hier wieder an unser Feld 7, stellen hier schon mal den Helfer ein. So, springen aber ganz schnell wieder raus, denn der braucht ja auch unseren Würlimann hier. Einmal die Fahrstufe 4 und gleich weiter ernten. Denn wir wollen ja auch hier das Feld 7 fertig kriegen. Müssen ja schauen, dass wir das Silo dann abdecken können, damit das gärt, um, wie gesagt, uns das große Geld zu bringen. Ja, was jetzt an Investitionen ansteht, ist klar, die Rundballenpresse von Krone kommt. Dann brauchen wir Krautschläger und Rübenernter für das Feld 9, das kleine, was ich da mal so zum Test gemacht habe. Und da habe ich auch gesagt, ich zeige euch das hier auch mal mit dem kleinen Erntemaschine, weil die anderen holen sich dann gleich Techtron, Maxtron und irgendwie präsentiert aber keiner mal so die kleinen Maschinchen. Und anscheinend wollt ihr auch mal gucken, wie doof ich mich damit anstelle. Ja, den Gefallen werde ich euch tun. Das werde ich natürlich mal holen. Und dann schauen wir einfach mal, wie das da funktioniert. Deswegen habe ich ja erstmal ein kleines Feld genommen. Einfach erstmal, um zu schauen, ob das überhaupt so hinhaut. Im Gegensatz zu der Sache hier, das haut irgendwie hier noch nicht so hin. Aber gut, da fahren wir einfach ein Stück näher ran. Und dann geht auch das. So, wir sind ja schon wieder bei 47.000 Litern. Das heißt, ja, sieht gut aus. Haben jetzt bald die Hälfte des Feldes, schätze ich mal, drin. Das ist jetzt, glaube ich, der dritte, der vierte Kipper müsste dann sein, der schon voll ist in Summe für das Feld. Wären also jetzt schon 240.000 Liter. Da liegen wir den 500.000 gar nicht so schlecht. So. Und wir haben die 60.000 schon voll und fahren natürlich jetzt gleich mal hier die Sachen wieder weg. Ja, und der Rest ist natürlich schon wieder im Wachstumsstadium. Da habe ich auch nochmal einen ganz guten Tipp bekommen. Ich sollte vielleicht gucken, die Ansehzeiten ja so ein bisschen zu versetzen, dass ich dann nicht so unter Zugzwang stehe, weil alles gleichzeitig erntereif ist. Ich denke mal, ist auch eine sehr gute Idee, weil sonst muss man ja sehr viel parallel machen. Und wenn man das ein bisschen versetzt, hat man natürlich den Vorteil, man kann ein Feld in Ruhe einsehen. Und während das wächst, erntet man das zweite Feld in Ruhe ab. Also, ich bin froh, dass ich so tolle Zuschauer habe, die so gute Ideen mir hier bringen. Doch, muss ich ehrlich mal so loswerden. Und auch das werde ich natürlich dementsprechend dann umsetzen. Ich gucke mal, ob ich das hier jetzt noch schaffe, weil hier haben wir jetzt ja in Anführungszeichen maximal nur noch 2 Wochen. Dann kommt ja das große Titanium-Update. Da bin ich auch mal sehr gespannt drauf, auf die neue Hagenstädter Map, was es da zu sehen gibt. Die neuen Geräte, die dazukommen, also gegenüber der PlayStation-Version, sind da ja noch ein, zwei zusätzliche Sachen dabei. Und auch da bin ich gespannt. Und freue mich auch schon richtig auf diesen Neuanfang, weil ich habe ja so viele Sachen, ja, am Anfang zum Teil falsch gemacht, zum Teil sehr umständlich gemacht. Und wir haben ja auch viel Erfahrung jetzt hier gesammelt. Ich habe viel Neues gelernt dank eurer Tipps und ja, ich denke mal, wenn wir das alles so zusammensetzen, dann können wir da richtig erfolgreich von klein auf gut einsteigen. Also, da bin ich auch mal wirklich gespannt, was uns da erwartet. Ja, und zum Oktober hin kommen ja auch noch dann ein, zwei neue Projekte mit dazu. Da muss ich dann auch mal schauen. Da erwarten euch auch noch etwas, ja, andere Sachen als jetzt das normale Landwirtschaftssimulator-System, was ich hier sozusagen habe. Also, da kommt noch ein Flugsimulator dazu, da kommt ein Straßenbahnsimulator dazu. Wenn alles klappt, mache ich auch noch mal irgendwas mit Landwirtschaft, aber eher so im Bereich, ja, dann, wie soll ich sagen, Wirtschafts- und Handelssimulation eher statt aktive Landwirtschaft, also sozusagen den Gegenpart zu dieser hier. Also, es ist vieles in Planung. Und ja, lasst mich einfach überraschen, was da noch so alles kommt. Aber bei mir gibt es ja immer gute Videos zu sehen. Also gut, laut eurer Aussage. Ich kann das natürlich selbst schlecht beurteilen. Also nicht, dass ihr jetzt hier einen falschen Eindruck von mir bekommt. Aber laut euren Bewertungen, euch gefällt's und das ist für mich wichtig. Und wenn es euch gefällt, denke ich, sind die Videos soweit ganz gut. Und ja, jedenfalls, es macht einen Riesenspaß für euch Videos zu machen und ja. Es würde mir auch Spaß machen, wenn der jetzt hier wissen würde, dass ich da bin.
wäre natürlich besonders gut. Oh, mal gucken, dass wir hier ein Stückchen näher fahren. Vielleicht findet er mich ja jetzt, der Kerl. So, jawohl. Na, es geht doch, ne? Bin doch bei dir, bin doch dein Freund. Tu dir nicht weh. Aber selbst mit dem Big X dauert es natürlich jetzt doch schon ganz schön. Ihr seht's. Das ist richtig Action hier. Ich meine, also jetzt Action von der Abwechslung momentan halt nicht so unbedingt, aber ja gut, es muss jetzt mal gemacht werden. Es ist natürlich ein Riesenfeld, bringt Riesengeld. Und das lohnt sich natürlich, weil wenn ihr jetzt schon seht, wir haben schon wieder fast einen Kipper voll. Tja, ist wunderbar. Ich glaube, wenn die Reihe hier fertig ist, oder die nächste, mal schauen, dann können wir vielleicht sogar hier hinten den Krupper schon ansetzen. Weil der fährt ja auch nicht so bombenschnell und dann kann der ja im Prinzip da hinten dran schon wieder anfangen, das Feld sozusagen vorzubereiten. Das werden wir dann aber in der nächsten Folge mal ausprobieren. So, der Kipper ist gleich voll. Das ist dann Kipper Nummer 6, glaube ich schon. 5 oder 6, also da sind wir schon sehr, sehr gut dabei. Ich gebe da schon mal ein bisschen Gas. Und werde das Zeug mal gleich hier wegfahren. Ihr seht hier oben den Fuhrpark. Da möchte ich ja, wie gesagt, noch einen Unterstand irgendwo platzieren. Da bin ich ja schon überlegen, ob ich später vielleicht nicht einfach das Feld... Moment, jetzt muss ich selber mal gucken, damit ich euch keinen Mist erzähle. Das Feld 8, ob ich das vielleicht nehme. Da einfach Unterstände draufbau. Feld 9, finde ich, ist wieder zu weit weg. Also, das würde mir nicht so gut gefallen. Da hätten wir so weite Fahrwege. Oder wir gucken hier oben, ob wir da im Bereich 5, Feld 5 da, ob wir da was irgendwie machen können. Und jetzt merkt man auch schon, es füllt sich. Und das Problem ist, es wird langsam auch für den Traktor schwierig, da reinzufahren. Eigentlich wollte ich euch da jetzt auch bei der Menge mal zeigen, wie das normalerweise gemacht wird. Aber gut, das habe ich jetzt auch wieder verpennt. Können wir jetzt leider nichts machen. Aber bei den neuen Titanium oder hier vielleicht sogar bei der nächsten Ernte zeige ich euch mal, wie das so eigentlich in Wirklichkeit sein sollte. Da fährt ja auch der Traktor nicht über das gesamte Silo drüber. Da wird also abgekippt, verdichtet und dann vorne dran weiter abgekippt. Und das Silo sozusagen von hinten nach vorne richtig voll gemacht. Nur dafür ist es jetzt in dem Punkt leider schon zu spät, da fährt man schon zu viel drin. Das wird dann ein bisschen schwierig, das so anzufangen. Und es wird auch mit dem großen Kipper hier eine Hölle, weil wir müssen ja dann rückwärts später reinfahren. Also ich glaube, das heben wir uns erstmal fürs Titanium auf, dass wir das dann mit einem kleinen Kipper auch mal zeigen, wie es so in Wirklichkeit gemacht wird. So. Und hier purzeln ja die gehäckselten Liter weiter. Ja, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, jetzt so diese Zeit zu überbrücken. Aber jetzt kommt dann... Ich fahr schnell durch, du komisches Auto. Also das hasse ich ja hier bei diesem Spielsystem, dass die Autos einfach bis zur Maschine durchfahren. Da hat man teilweise gar keine Möglichkeiten mehr zu rangieren. Gut, ich habe vielleicht auch in der letzten Folge eine etwas rabiate Lösung genommen. Das mag sein. Aber ihr seid selbst dran schuld. Also wenn der sieht, dass ich da schon am Drehen bin, und dann, ja, also geht nicht, ne? Der sollte dann doch schon mal ein bisschen Rücksicht zeigen. So, aber ihr seht, die Ernte läuft richtig gut. Also die Hälfte haben wir jetzt locker durch. Und so viel können wir ja gar nicht mehr machen da oben, weil ja auch der Rest noch nicht ganz erntereif ist. Ja, das hing dann auch wieder an mir, weil ich einfach in dem Punkt zu blöd war und habe die Zeit vorlaufen lassen. Während dem Einsehen, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn ich auf einem Feld drei verschiedene Erntestufen sozusagen habe oder Wachstumsstufen. Sollte natürlich im Optimalfall nicht so sein. Ich bin jedenfalls nur froh, dass wir hier so gut vorwärts kommen. In der nächsten Folge starten wir auch den Gruber hier gleich. Dann kann der hier loslegen. Und wenn der so 1, 2, 3 Bahnen gemacht hat, können wir eigentlich auch gleich die Seemaschine hinterherjagen. Dann können wir sogar auf einem großen Feld sozusagen das Multitasking machen.
Weil dann sind wir oben am Ernten, in der Mitte am Grubbern, unten am Sehen und dann fehlt nur noch, dass ich hinten dran dünge und dann wäre es perfekt. Aber wie gesagt, bei so großen Feldern kann man natürlich da auch ein bisschen im zeitlichen Versatz arbeiten. Da muss man ja nicht warten, bis eine Maschine erst fertig ist. Sofern man natürlich Helfer hat, ist das möglich. Im wirklichen Leben wird es da ein bisschen schwierig. Außer man hat dann irgendeinen Bekannten, der vielleicht mitfährt oder Familie, die da mitfahren. Und da gibt es ja auch einen Zuschauer, der da auch aktiv am Hof mit unterstützt und selber fährt. Ich finde sowas richtig klasse. Und muss ich auch mal dazu sagen, ja, das finde ich jetzt wieder nicht klasse. Ich labere zu viel und fahre zu schlecht und das ist dem Helfer gar nicht recht, ne? Also so geht's nicht. Nein. Jetzt fahren wir nochmal eine anständige Kurve. Denn wir wollen diesen Kipper natürlich hier noch abladen. Jetzt, also komm, Kollege, jetzt hau mal hier nicht so offen. Geht ja mal gar nicht, ne? Also der müsste doch jetzt hier langsam mal wissen, dass ich da bin, ne? So, komm, fahr los. Sonst wäre ich jetzt stinkig, mein Freund. So, ich komme hinterher und schon passt das wieder. Ja, geht doch. Tja, ja. So, der letzte Kipper für diese Folge ist gefüllt. Jetzt gucken, wie sieht es eigentlich denn bei unserem Feld 9 aus? Ja, das ist ja gerade frisch angesät. Also da haben wir noch einen Moment Zeit für Krautschläger und den Rübenernter. Da können wir beim nächsten Mal schon mal gucken, was uns diese zwei Geräte noch kosten, denn die müssen wir uns ja definitiv noch holen. Und da hoffe ich natürlich, dass wir da auch mit dem vorhandenen Ursus-System arbeiten können. Was ja auch wieder für einen zeitlichen Versatz von den einzelnen Feldern, von den Ansaaten betrifft. Denn wenn das ein bisschen versetzt ist, dann brauchen wir auch nicht so viele Geräte, um gleichzeitig zu arbeiten. Andersrum wird es natürlich blöd, wenn ich hier Maishäcksel einsehe und Zuckerrübenernte mache. Und dann, also das wird dann doch ein bisschen viel. Und ich glaube, wir können ja nicht hier dann 5 Traktoren für 3 Felder einsetzen, nur um das zeitgleich zu machen. Das klappt halt einfach nicht. Deswegen, Ansaat ein bisschen verteilen zeitlich ist eine super Idee. Das werden wir auch auf alle Fälle dann, sobald es wieder möglich ist, machen. Klein bisschen Versatz haben wir jetzt schon drin. Ihr seht es ja, das Feld 7 ist ja jetzt schon erntereif. Und die anderen sind alle noch im Wachsen, also das ist ja schon mal gut, dass wir da nicht so unter Druck stehen. Wir müssten vielleicht nur noch dann die 3 kleinen Maisfelder und unten so 14, 15, 16, 26, 27 da noch ein bisschen was ändern, dass wir da auch ein bisschen Versatz reinbringen. Denn es wurde auch gesagt, irgendwann habe ich dann so viel, was dann da gleichzeitig läuft, dass ich das gar nicht mehr hinkriege oder nicht richtig beachte und dann fängt mir an, das Zeug zu verdorren. Das ist natürlich schade. Also das wollen wir nicht. So komplettes Feld ist mir noch nie verdorrt. Das möchte ich eigentlich auch jetzt nicht noch beginnen. Das braucht es nicht. Also von daher ein bisschen noch an den Feinheiten schleifen und dann denke ich mal, kriegen wir das richtig gut gebacken. Ja, und vom Vorlauf her sind wir auch gut dabei. Das heißt, wir werden also definitiv in der nächsten Folge da unten den Gruber einsetzen. Und den schon mal loslegen lassen und schauen, ob wir vielleicht sogar die Sämaschine schon hinten dran packen. Denn ich denke mal hier mit dem Vorlauf, den wir jetzt da haben, sind wir soweit gut dabei. Müssen halt nur aufpassen mit dem Grubber am Ende, wenn wir da oben bei dem ja noch nicht fertig gewachsenen sind, dass wir da dann nicht ja dann das Problem haben, dass wir sozusagen das noch nicht fertige schon wieder eingrubbern, sozusagen die fast erntereifen Pflanzen wieder kaputt hauen. Das wollen wir ja auch nicht. So, und wir haben schon wieder 54% im Kipper. Also Bombe, was da alles reinkommt. Gehäckselter Mais ist schon was Schönes. Zumindest hier im Spiel. In Wirklichkeit wird das hier auch langsam so ein bisschen zum Problem, ne? Alles ja jetzt sozusagen sehr viele Bauern machen und sehr viele Landwirte darauf setzen. Dann natürlich die normalen Fruchtsorten ein bisschen drunter leiden. Und ja, hier der Mais wird dann sozusagen in Anführungszeichen ja für die BGA genutzt, ne? Um hier Strom zu produzieren und alles. Und ja, den Mais, den die Leute normal essen, den importieren wir, glaube ich, jetzt zum Teil sogar schon langsam. Also ja, ist eine schwierige Situation, muss man einfach mal sagen.
bin da auch nicht so der Crack, man kriegt hier nur so ein bisschen das aus den Nachrichten und Dokus und allem mit, aber wenn das alles so stimmt, dann ist das gar nicht so erfreulich. Aber was erfreulich ist, ist, dass unser Kipper voll ist. So, den packen wir jetzt nochmal weg, dann haben wir halt nochmal Kipper mehr gemacht. Ist ja auch gut so. Und ja, in der nächsten Folge geht's dann, wie gesagt, erstmal wieder los. Wir werden dann erstmal wieder 1-2 Strohballen reinhauen. Ich will ja gucken, dass wir den Wagen so nach und nach leer kriegen. Aber möchte ja auch gucken, dass es einigermaßen abwechslungsreich ist. Was sich, ich gebe es ja zu, momentan auch ein bisschen schwierig gestaltet. Und dann können wir vielleicht auch mal kurz beim Landmaschinenhändler gucken, was wir dann so an Geld brauchen. Also den Big X, die Anschaffung, lassen wir erstmal außen vor. Da, wie gesagt, fahren wir dann von hier oben den Big X runter. Nochmal vielen Dank für den Tipp, weil das ist ein Haufen Geld, über 400.000 Euro, dann nur um einmal das Feld 30 abzuernten. Also wäre totaler Quatsch, ist schon richtig so. So, warum fährst du nicht weiter? Der hängt jetzt da fest, toll. Ja, das ist nämlich schon das Problem, wenn man also dann zu viel Material sozusagen im Silo drin hat, dass einfach ein Traktor mit so einem Kipper gar nicht dahinterher kommt. Und deswegen wird das normal ganz anders gemacht. Wie gesagt, wir schauen mal, ob ich das im nächsten oder übernächsten Erntezyklus, im nächsten Erntezyklus, wenn wir sagen, die BGA leer haben, sollte das klappen. Dann zeige ich euch das mal, wie das normal gemacht werden sollte. Allerdings wird es dann mit dem Kipper hier schwierig, das sage ich von vornherein. Aber gut, ich danke euch erstmal hier herzlich fürs Zuschauen. Haben wir die Folge jetzt auch wieder ein bisschen länger gemacht. Ist euch vielleicht auch aufgefallen, dass ich jetzt hier immer so ein bisschen mehr aufnehme. Weil ich möchte schon ja noch einiges erreichen und ja, der Stichtag rückt ja immer näher. Ich weiß ja auch nicht, ob Amazon zum 3. liefert oder zum 2. oder zum 1. Oktober. Je nachdem, also es kann ja dann sein, dass es auch vielleicht schon ein Tick früher zu Ende ist. Und dementsprechend wollen wir natürlich schauen, dass wir hier uns noch 1-2 Sachen, ja, die wir uns als Ziel gesetzt haben, dass wir die noch erreichen. Das will ich natürlich mit euch noch hier zusammen durchmachen. So, ich freue mich jedenfalls, wenn ihr dann auch beim nächsten Mal gleich wieder einschaltet. Sag schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und jo, halt den Helfer, den müssen wir noch rausziehen. Aber da warte ich jetzt noch, bis der gedreht hat. Ah ne, da warte ich nicht, bis der gedreht hat. Das wird ja wieder so eine komische Aktion von wegen schräg ranfahren hier. Ne, ne. Das lassen wir mal. Den nehme ich mal hier raus. Fahre den mal gleich richtig in Position. So, dass es dann nicht beim nächsten Mal wieder Probleme gibt. So, so lassen wir ihn stehen. Ich sag danke fürs Zuschauen. Freue mich aufs nächste Mal wieder mit euch zusammen. Und jo. Bis dahin, sag ich mal Servus und Tschüss.